Und jetzt wieder sitzt vor dem Fernseher und jeden Tag eine gute Tat. Also auch heute, als alter Pfadfinder, habe ich heute schon einer schönen, blonden Frau in Köln über die Straße geholfen. An diesem Wochenende waren die ganz jungen Kollegen mit dem Üben dran. Waldbröl, letzte Nacht. 220 Teenager im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Raus in die Wildnis, Pfadfinderlager. Wettervorhersage, irgendwas zwischen minus 9 Grad und saukalt. Aber frieren. Hey, Pfadfinder auf Mottoausflug. Fett. Frostig 2009. Dieser fette, volle Trabant verspricht, dass das fettfrostig Lager heute Nacht auch fettfrostig wird. Minus 9 Grad sind angekündigt. Diese junge Truppe aus Grevenbruch Süd ist das erste Mal dabei. 13 Jahre alt sind sie, 5 Jungs und ein Mädchen. Jetzt um 8 Uhr haben sie gerade mal eine halbe Stunde Zeit für Vorbereitungen im Zelt. Vorbereitungen auf eine eiskalte Nacht, Brennholz klar machen und vor allem, ganz wichtig, das Lager sicher ordnen. Beim Schlafsäcken, wenn die nah am Feuer sind, ist das ein bisschen heikel, weil wenn man dann schläft und ein Funke reicht wahrscheinlich, um die eben dann zu entzünden. Deshalb heißt es auch immer schon mit dem Kopf zum Feuer, damit man merkt, wenn man anbrennt. Noch 10 Minuten Zeit. Ganz bestimmte Dinge müssen einfach erledigt sein. Nicht nur Karen und Yannick genießen jetzt das Spülen. Ha, das gibt so schön warme Hände. Und dann ist es soweit. 8.30 Uhr, der Höhepunkt der Nacht. 220 durchgefrorene Pfadfinder aus den Lagern Jolly Jumper, Black Beauty, Kleiner Onkel und Jacqueline treten sich warm zum großen Nachtspiel. So langsam zieht sich die Kälte durch die Poren von Vlies, Wolle, Daunen. Ein bisschen bekloppt ist er schon, ne? Ja. Deswegen sind wir hier auf Pfadfinder. Genau. Einziges Irrenhaus hier. Wieso? Also ich meine, wer stellt sich denn schon freiwillig in die Kälte? Wir! Das Spiel ist schnell erklärt. Jeder Spieler bekommt eine Klammer. Es gibt zwei Teams, jeweils mit blauen und rot-orangen Bändchen. Ziel ist es, sich gegenseitig diese Klammern zu klauen. Und vor allem die Fahne, das Banner, das Herzstück der Mannschaft. Yannick und Karen aus dem Lager Black Beauty gehören zum blauen Team. Also Klammer dran und los geht's. Black Beauty verteidigt! Black Beauty verteidigt! Wir passen jetzt auf, dass die Orangen nicht unsere Fahne stehlen. Also wir bleiben jetzt einfach hier. Ich glaube, das ist der langweiligste Job, den man machen kann. Langweilig von wegen. Heute ist dieses Spiel verdammt schnell. Der erste rote Feind taucht plötzlich wie aus dem Nichts auf. Ja, ihn gerannt und gestolpert. Man kann sich schon verletzen, aber nicht wirklich so doll. Es sei denn, man fällt echt ungeschickt. Ich habe schon eine blaue Lippe bekommen. Hat mir eben jemand den Ellbogen gegengeschlagen. Aber die Klammer hast du noch? Nee, leider nicht mehr. Doberweise. Am Ende siegt Blau. Bedienen die Alten mal soeben alle Klischees, die man von Zeltlagern so eiskalt kennt. 5 Zelte weiter haben Karen und ihre Freunde jetzt auch endlich das Feuer an. Wie die Nacht wird, der Tee, vor paar Stunden aufgebrüht, der zeigt so ungefähr, warum man sich das antut. Weil du dann am Ende hinterher zu deinen Freunden gehen kannst und sagen kannst, ich bin Pfadfinder und ich habe in der Kälte gezeltet. Mann, bin ich cool. Ja, so ist das wirklich, also, dass man sich so ein bisschen selbst beweist. Und sie haben sich selbst beweist. Diese Nacht garantiert fettfrostig. Ja, und wie Zelte? Im Grunde hätten sich die Pfadfinder ja auch eine eigene Unterkunft bauen können, ja? Ein Iglu zum Beispiel, obwohl der wahrscheinlich geschmolzen wäre bei den bekannten Pfadfinder-Nachtaktivitäten, die sonst noch gibt. Sie wissen schon, was ich meine.